Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play Jurassic World Evolution. Immer noch bei dem Park. Ich versuche hier die Sternbewertung alles in die Höhe zu kriegen. Und Moment, warum ist gerade die Bewertung nicht so gut? Okay, da war gerade irgendwas störungshaft. Ich weiß auch nicht genau, was da gerade los war. Ich versuche die Sternbewertung in die Höhe zu kriegen. Dafür brauchen wir jetzt erstmal eine 5-Sterne-Bewertung. Dinosaurier-Genom zu 75%. Also wir müssen ein bisschen was machen und wir müssen meiste Kampfsiege. Und deshalb habe ich hier mal einen Huayangosaurus hier in das Keratosaurus-Gehege gelassen. Damit, die ihre Kampfsiege kriegen. Das gibt ja vielleicht auch noch eine gute Bewertung für Zuschauer, die sich über authentische Kämpfe bei Dinosauriern freuen oder auch nicht. Ach übrigens, mittlerweile habe ich auch einen zweiten neuen Keratosaurus. Hier Idee, ne? Der sieht doch richtig fett aus mit dieser Bemalung. Also ich finde, der sieht richtig geil aus, mein Lieber. Die Augen, wie die da so glühend rausstechen. Das Gebiss, die Zähne vorne, das sieht schon richtig geil aus. Mir gefällt der richtig, richtig gut. Aber wir müssen hier jetzt mal machen, dass das hier klappt mit den beiden. Und ich glaube, das entwickelt sich jetzt auch gut. Hier habe ich jetzt neue... Ach, übrigens, offscreen war eben richtig hier die Party los. Denn ihr wisst ja vielleicht noch, die Zäune bei dem Raptorengehege, wo haben wir es? Zu hier und hier war nicht Strom. Und die Raptoren haben das direkt mal ausgenutzt, um hier einzubrechen und alle meine, fast alle Pflanzenfresser zu töten. Das war ein Massaker, das sage ich euch. Aber es hat sich dann zum Glück zum Positiven gewendet im Zusammenhang darauf, dass, na, ich hab dann halt alles betäubt und alles gemacht. Jo, ich mache hier schon nochmal einen zweiten Huayangosaurus. Ich meine, 200.000 nur für so eine scheiß Quest. Aber was macht man nicht alles? Was macht man nicht alles? Müssen wir hier noch was betäuben? Ach stimmt, die beiden Dilophosaurier natürlich. Füge Aufgabe hinzu. Sie haben den Auftrag mehr als nur erledigt. Bin zur Futterstation unterwegs. Unterhaltung, Styracosaurus, Zugriff auf Deluxe, irgendwas habe ich raus bekommen. So, hier mache ich weiter meine Herde an Dinosauriern. Wir haben ja auch neue Fossilien, das habe ich natürlich auch nicht vergessen. Die andere Quest müssen wir natürlich dann noch machen. Dann haben wir auch natürlich auch neue Forschung. Styracosaurus, Zugriff auf Deluxe-Fossilien. Gewährt Zugang zum Styracosaurus-Fossilien in die Geburtsstätten der bei der... Ja, okay, dann machen wir das mal, dann erforschen wir das. So. Okay, da muss die Ranger... Okay, das macht er da gerade. Irgendein Dino ist gestorben. Ja, der Huayango, irgendwas Saurus natürlich. Dann haben wir den zum Fraß vorgeworfen. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. So, wir müssen natürlich noch verbessern die Situation der Dilophosaurier, weil die sind, glaube ich, die, weil das sind halt nur zwei und das sind jetzt nicht die krassesten Herdentiere. Ich meine, das Gehege ist auch ein bisschen klein. Ich glaube, das müssen wir auch echt mal vergrößern. Das ist nicht so groß. Und ich meine, das sind kleine, putzige, giftige Dinos. Dann können wir ja ruhig hier mal vielleicht mal was vergrößern ein bisschen. Ich meine, das muss ja nicht direkt das größte Gehege so der Welt werden. Was ist denn da verbaut? Ja, der scheiß Strom. Transport hat begonnen. So, dann machen wir mal ganz kurz. Nein. Ich will nur das Gehege etwas vergrößern. Okay, das sieht jetzt schäbig aus. Durch sie ist die Unterhaltungsabteilung das Kronjuwel dieser gesamten Einrichtung geworden. So. Strom haben wir ja jetzt ein Problem. Aber das ziehen wir dann einfach hier wieder rum. Und dann haben wieder alle Anlagen Strom. Haben die Dilophosaurier etwas... Ne, noch habe ich es ja gar nicht abgerissen in der Mitte. Ein etwas größeres Gehege. Wo haben wir sie? Können wir sie auf der Karte nochmal sehen?
Grasland, Wald. Ist halt auf jeden Fall beides ein bisschen vergrößert. Okay, noch eine Futterstation. Wie viele Futterstationen müssen die denn aufgefüllt werden? Das ist ja eine. Warum war es denn? Welche Futterstation muss denn auf. Ach, da. Die Raptoren-Futterstation. Können wir direkt mal das Ranger-Team losschicken? Nachschubanfrage erhalten. So, mittlerweile haben die halt echt eine krasse Herde in dem Gehege. Da können wir nochmal gucken. Kryotosaurus-Bestand, soziales insgesamt gut. Montosaurus-Bestand, soziales gut. Und die ganz kleinen. Die Struthiomimus. Da könnte sozial ein bisschen höher machen. Dann machen wir nochmal zwei. Struthiomimus. Was haben wir hier? Ach ja, bestimmt den neuen Hyangosaurus, den wir jetzt gar nicht mehr brauchen, weil der ja schon irgendwie einen Kampfsieg hatte. Das hatte ich ganz vergessen. So. Die beiden, die Lophosaurier, kommen hier ins die Lophosaurus-Gehege. Da sollen sie hin. Ich rate Ihnen, Ihre Tiere stets ausreichend zu füttern. Vor allem in Situationen wie diesen. Dann haben wir da vier drin. Ich glaube, dann machen wir noch zwei, die Lophosaurier. Und dann sind da auch sechs drin. Das ist dann auch schon mal eine gute Grundbasis, sag ich mal. Und dann müssen wir nochmal weiter hier nach die Lophosaurier-Fossilien suchen. Und ach, der Struthiomimus, die sind jetzt schon fertig. Wie hat eine die Dinosaurier vergiftet? Was ist das denn? Sabotage? Produkt wird transportiert. Transport im Gange. Wer wurde denn vergiftet? Ich sehe keinen Dino, der vergiftet wurde. Was heißt das denn? Ja, der ist an der Bodenfutterstation. Was haben da? Okay, das war bei dem die Lophosauriern. Werten niedrige Gesundheit, der Huangosaurus, oder? Ja, der soll ja auch niedrige Gesundheit haben, der wird ja gerade gekillt. Das ist gerade gewollt. So, hier die Kryotosaurus haben Bestand, die könnten ein bisschen mehr sozial haben, aber im Großen und Ganzen ist es okay. Mit Montosaurus, Bestand sozial ist auch gut. Das ist auf jeden Fall schon Top-Gehege, muss ich sagen. Okay, da sieht man nur 200. Man sieht da gar nicht so viele Dinos. Da könnte ich eigentlich... what the fuck? Ein kleines Nebengeschäft, das wir nützen sollten. Nee, Unterhaltung habe ich doch auf der Insel schon auf maximal, oder? Ich brauche doch... Hier, Aufträge. Ah ne, Unterhaltung habe ich noch. Was habe ich auf Sequenzierung? Wenn sie soll, genau, 75%. Lauter, wenn sie überlegt. Genau, neuer Auftrag. Dann brauche ich doch, das war der Unterhaltung, was ich sie neu brauchte. Sie haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Darum weiß ich, dass Sie für den Auftrag geeignet sind. Okay, da kann ich gut Sturmabwehrstation kann ich ja gut bauen. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, herauszufinden, wann ein Sturm aufzieht, dann könnten wir mehr Regenschirme verkaufen, oder? Haha. So, ist aber noch nicht ganz erfüllt. What the fuck, wer stirbt denn da die ganze Zeit? An Altersschwäche gestorben, okay. Produkt muss eingesammelt werden. Woran ist er jetzt gestorben? Keratosaurus an Altersschwäche auch, okay. Hole Produkt ab. Gut, dann können wir direkt einen neuen Keratosaurus machen. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Ausbrüten. Okay, lassen Sie sich das jetzt nicht zu Kopf steigen. Aber das war beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Oh, Sturmwarnung. Dann machen wir aber direkt mal alle Schutzräume öffnen. Wir müssen uns dann aber trotzdem darum kümmern, dass hier, dass die Lophosaurus gehen, genug hochgepusht wird. Und wer ist hier noch alles gestorben? Ja, ich weiß, dass der Huangosaurus, der ist, what the fuck, der ist halt sonst wo. Der ist in den Tiefen des Tiefen. Aber wer ist daneben denn sonst noch gestorben? Die vier Dilophosaurier haben ja ihr Gehege.
Hier haben wir zwei. Ich sehe da im Moment nur noch einen toten Dino. Keine Ahnung. So, die Dilophosaurier werden wir dann natürlich betäuben. Dann kommen die auch ins Dilophosaurus-Gehege. Im Übrigen könnten wir mal schauen, wie das so das Gästeverhältnis ist zu... Essen ist hier nicht so gut, obwohl hier direkt ein Fastfood-Ding ist, oder was? Gott, ja, jetzt wird hier wieder alles durch den Sturm beschädigt und kaputt gemacht. Haben wir überall Beschädigungen, die müssen wir reparieren. Unterwegs. Aber das ist hier oben so eine Sache, die verstehe ich nicht so ganz. Da wäre es fast sinnvoller, wenn ich mal auf die Karte schaue. Dass ich das Hotel, baue ich das da unten mal ganz anders. Der Sturm ist vorbei. Liebe Gäste, wir möchten uns für alle unabhängig. Welcher Zaun ist defekt? Nicht wieder bei den Raptoren, oder? Doch bei den Raptoren, fickt euch. Ah, come on! Okay, pausieren. Oh, fuck, jetzt werden die da... Oh, come on, ihr scheiß Raptoren. Come on. Come on. Die werden mir alles zerfleischen. Die werden mir da alles in diesem scheiß Dingens zerfleischen. Bestätigt. Einverstanden. Können die Ranger bitte auch betäuben? Nee. Die sollen... Oh, come on. Nein, nein, nein. Der wird alles ficken. Oh, Gott. Reparieren. Nein, oh, die werden da alles zerfleischen. Fickt euch, ihr scheiß Raptoren. Oh Gott, der frisst, der frisst. Alles betäuben da drin, bitte. Scheiße. Mit diesem Sturm, das nervt aber auch echt die ganze Zeit, das muss man aber auch sagen. Und wo kommt dieser scheiß Ranger jetzt da angefahren? Und warum greifen die hier diese scheiß Zäune an? Was soll das? Ist da kein Strom drauf? Das ist so ein Stromzaun, oder nicht? Ja, der ist halt jetzt nur beschädigt, ey. Anfrage erhalten. Reagiere auf Reparatur. So, das ist repariert. Sind da irgendwo noch Raptoren, die hier nicht in diesem Gehege sein sollten? Das hat einfacher ausgesehen, als es eigentlich war. Da ist doch noch ein scheiß Raptor. Anfrage bestätigt. Ist das ein Raptor? Nee, das ist kein Raptor. Oh, was für ein Bullshit. Oh Gott, der hat mir jetzt schon vier abgeschlachtet. Edmontosaurus, Struthiomimus, Corythosaurus, Struthiomimus. Kann ich direkt mal zwei neue Struthiomimus machen. Und hier kann ich einen neuen Keratosaurus freilassen. Ey, wisst ihr mal ganz ehrlich, also diese scheiß Raptoren, die kriegen, ich glaube das ganze Gehege, dieses hier mit, nee. Diese scheiß Raptoren, die killen mir alles, diese scheiß Raptoren, ey. Ich meine, hier oben das Gehege läuft super. Aber so ein Problem sind echt die Raptoren. Die Raptoren, ey. Okay, wir müssen... Das hier oben muss ich jetzt auch nochmal neu bauen. Das Hotel. Und zwar so, dass ich da möglichst platzsparend bauen kann.
da so scheiß Geschäfte und so hinkommen können. Nee. Hier ist dieser scheiß Fastfood-Laden. Und was sie da sonst halt noch so brauchen. So, ich würde jetzt mal bitte gerne, hätte ich jetzt, dass mir hier alle Raptoren betäubt werden. Je nachdem, wie viele ich noch habe. Da ist ein Raptor. Und der lebt noch? Nee. Hier habe ich drei Raptoren. Mit den Spuziumimus können wir freigelassen werden. So, was ist gestorben? Zwei Spuziumimus. Nein, unten. Corythosaurus. Nicht Montosaurus. Ach, Halleluja, ey. Ich meine, hier oben die Dinos, der Triceratops, Sozialbestand ist gut. Kylosaurus, Sozialbestand ist auch gut. Okay. Wir müssen auch nochmal schauen nach dem Kontrollraum hier. Nur das in der Mitte. Doch, das Unterhaltungsding haben wir abgeschlossen. Wir müssen uns dann, wie gesagt, um die Besucher Verwaltungsansicht kümmern. Zeigt an, wo die Gäste hungrig sind. Hier sind die hungrig und hier steht direkt ein scheiß Fastfood-Laden. Ihr könnt mir doch nicht erzählen. Gäste 240, ja, da machen wir hier die doppelte Menge an Gästen. Da machen wir für dreimal. Dann gibt es hier eine Dino-Speise, so einen leckeren Imbiss. Und da gucken wir mal, 6000. Okay, auf mehr als 6000 komme ich da auch nicht. So. Dann läuft es hoffentlich mal besser jetzt. So, sind da unten jetzt alle meine... alle scheiß Raptoren betäubt? Ja, sind sie. So. Ich reiß das ganze Gehege hier nochmal ab. Also das Raptorengehege. Wir machen da irgendwelche anderen Dinos hin. Weiß ich noch nicht, irgendwas Friedliches. Irgendwas, was... keine Ahnung. Ah, komm, der Edmontosaurus. Das war ein Edmontosaurus. Ein Corythosaurus. Dann machen wir da ein Gehege mit diesen Schwang irgendwo. Oder sollen wir. Das Reptongehege ist halt echt. Eigentlich würde ich es gerne hier hin machen. Wir machen jetzt. Da mache ich das scheiß Reptongehege jetzt hin. Dann machen wir da irgendwie diese scheiß Schwebebahn. Damit aber, wenn die mir ausbrechen, die nicht nochmal irgendwie. So ein schönes, großes, rundes Gehege. Also so groß ist es jetzt nicht. Aber es ist mir scheißegal, ihr scheiß Raptoren. Wenn ihr die ganze Zeit ausbrecht, die ganze Zeit Bullshit macht, dann kriegt ihr halt ein Gehege sonst wo. Ah ne, ich muss ja noch so eine Aussichtsplattform dann bauen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, machen wir dahin. Dann brauchen die natürlich noch Wasser. So. Was haben wir da eigentlich? Die Lophosaurus. Ach, den müssen wir ja auch mal transportieren. Das ist die Lophosaurus-Gehege. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Und dann die Raptoren. Unterwegs. Ihr sollt Produkt gar nicht erst angestiftet werden, den Gehege neben Produkt euch abzuhauen. Erhalten. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Kommt auf die Liste. Dann reiße ich das hier ab.
Und dann mache ich da, keine Ahnung, ein anderes Gehege hin. Produkt unterwegs. Ach, das ist direkt die Wand von dem. So. Nehmen Sie den Auftrag an. Das wäre gut für uns. Ihn habe ich doch schon auf Full. Oder nicht? Ja, von ihm brauche ich keine Aufträge mehr annehmen. Dann machen wir hier halt den Pflanzenfresser-Kram. So, hier kann ich jetzt erstmal die freilassen. Was haben wir hier? Ach, das ist nicht mit dem Weg verbunden. Stimmt, das ist ja nicht mit dem Weg verbunden. Kriegen die Raptoren hier ihr schönes neues Gehege. Oh Gott, da ist noch kein Strom drauf. Produkt zugestellt. Uiuiuiui. Da muss ganz dringend Strom drauf. So, jetzt ist da auch Strom drauf. Na ne, da ist noch kein... Oh Gott. Das finde ich ein bisschen nervig, dass wenn ein... dass das nicht dann komplett da drum geht. Ist auch echt ein bisschen im... ist auch unnötig. Also das ist jetzt nicht so viel, so schwierig. Naja, egal. So, brauchen wir einen neuen toten Dino noch. Oh, der ist wahrscheinlich an... an Altersschwäche gestorben. Sammle Produkt ein. Wie ist denn der da rausgekommen? Produkttransport im Gange. Par mesure de précaution et par sécurité. Ist der Zaun nicht zu oder was? Ja, der Zaun ist nicht zu. Produkt wird transportiert. Kümmere mich um Reparatur. Ah, oh, ich werde hier noch wahnsinnig irgendwann. Irgendwann werde ich hier noch wahnsinnig. Da ist auch kein Strom drauf. Das kann doch nicht sein, dass wenn... Oh, das ist nervig mit dem Strom. Zustellung abgeschlossen. Es könnte natürlich auch sein, dass mein Strommaximum erreicht ist. Will ich gar nicht ausschließen. What the fuck, sind sie da auch noch ausgebrochen? Ah, warum? Aufgabe erhalten. Ich habe den extra ein größeres Gehege gebaut. Und jetzt sind hier auch noch irgendwelche krank. Ach du Scheiße, ey. Ich gehe nachher einfach zu dem anderen Park und dann ist gut. Produkt wurde zugestellt. Es ist gerade schon ein bisschen nervig, aber... Sie wissen, wie man eine Show abzieht. Na, Show abzieht, die Dinosaurier brechen alle aus, Isaac. Die Dinosaurier brechen alle aus, die sind wahnsinnig. Zumindest die Dinos hier in dem Gehege, die vier Raptoren, das müsste jetzt hier alles safe sein. Die haben ein schönes Gehege. Könnte ein bisschen mehr Grasland sein für die.
Können wir von mir ein bisschen Wald abreißen, wenn es lieb ist. Im Großen und Ganzen müsste das ja passen. Bestätige Aufgabe. Der Zaun ist immer noch nicht repariert. Hat der scheiß Ranger unterwegs. Und den Huangosaurus packe ich dann halt in das andere Gehege hier unten. Aber gerade ist es hier alles sehr nervig. Die Folge ist jetzt auch gerade wieder am Ende. Muss ich gerade schauen. Ne, die Dilophosaurier sind alle geschnappt. Aufgabe erhalten. Ich gehe zurück, alles zurück ins Dilophosaurus-Gehege. Produkt muss eingesammelt werden. Zur Abholung des Produkts unterwegs. So, irgendein Dino ist noch krank. Ach, der ist krank. Kein Problem. So, da brauchen die auch einen neuen Ankylosaurus, der eine ja gestorben ist. An Altersschwäche. Und die Schutzräume können wir jetzt auch alle. Liebe Gäste, wir möchten uns. Produkt wurde eingesammelt. So, was war denn euch mit euch los, die Dilophosaurier? Euer Gehege war doch super, oder nicht? Oder was war das Problem in eurem Gehege? Verstanden. Das weiß ich nicht so ganz. Ich lege weitere Aufgabe fest. Was das Problem von denen war. Transport abgeschlossen. So, den können wir jetzt auch gleich betäuben. Bestätige Aufgabe. Müssen wir auch nochmal nach der Expedition auch nochmal schauen. Ja, das ist alles hier. Man muss sich schon hier echt um eine Menge kümmern. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. Sind da überhaupt noch die Kerator? Ja, sind sie. So, die vier Raptoren sind auch noch in ihrem Gehege. Da war noch ein Dilophosaurier. Ne, der wird wahrscheinlich gerade transportiert. So, die Dilophosaurier. Was ist euer Problem? Dehydriert. Haben die kein Wasser? Die haben doch Wasser. Ihr habt Wasser im Gehege. Ihr habt alle Wasser, ihr habt Wald, ich weiß, ein Grasland wäre vielleicht ein bisschen mehr, könntet ihr haben. Da kann ich vielleicht mal ein bisschen Landschaftsgestaltung, so ein paar Bäume wegmachen, wenn euch das lieb ist. Ja, ihr habt Geborgenheit 100, also eigentlich müsste es euch voll gut gehen. Eigentlich müsst ihr euch nicht beschweren. Die Verwaltungsansicht sagt mir, eigentlich ist euer Gehege. So, den, aber ich glaube, der wird ja gerade, ach nee, der ist betäubt. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Hier müssen wir den Ankylosaurier freilassen. Dann können wir den auch in das andere Gehege bringen. Einverstanden. So, was ich jetzt aber auf jeden Fall nochmal machen wollte, ist, wir müssen uns also die Verwaltungsansicht nochmal anschauen. Essen ist hier ja, problematisch, das obwohl hier da ist direkt. Ein Ankylosaurus. Stark, gepanzert und mit einem Schwanz wie eine mächtige Keule.
Selbst in der Kreidezeit konnte ein stumpfes Objekt manchmal effektiver sein als ein scharfes. Verstehe ich nicht ganz, warum da so Probleme mit allem sind. Ansonsten ist im Park alles gut, was das betrifft. Außer da unten, da bräuchten wir noch ein Fastfood-Restaurant. War fast logisch. Transport abgeschlossen. Produkt unterwegs. Ach, der ist immer noch, der streift noch umher. So, was wir aber nebst dessen noch machen werden, ist auf jeden Fall so eine Fahrstation, weil die Besucher von da hinten vom Eingang ja ewig laufen müssen, bis... Ach, welche Dinosaurier sind jetzt schon wieder gestorben? Edmontosaurus an Altersschwäche. Unterwegs, um Produkt ab. Ja, das können wir machen. Zu holen. Wir haben da ein neues Angebot. Warten Sie nicht zu lange. Und direkt hinterher können wir nochmal einen neuen Struzimus packen. Wir kümmern uns um alles. Also geben Sie Acht auf die Dinosaurier und unsere Gäste und auf sich selbst. Ja, der Park hier ist ein bisschen komplizierter wegen den ganzen Stürmen und allem. Und dann gehen mal die Zäune Schrott und dann... Das ist schon ein bisschen... Reagiere auf Nachschubanfrage. Bisschen Micromanagement-lastiger, sag ich mal. So, hier haben wir die Fastfood-Station. Da können wir vielleicht noch... Ja, und den Preis ein bisschen anheben auf 10. Aber jetzt hat die Anlage da keinen Strom, oder was? Stromausfall entdeckt. Wo? Stromausfall, ach komm. Wenn das jetzt dazu führt, dass... Produkt wurde eingesammelt. Dann baue ich hier nochmal Strom an. Geben wohl wirklich nie auf. Wir bräuchten mehrere wie sie. Oh, jetzt ist noch ein Dino gestorben. Ach, was passiert hier die ganze Zeit? Ja, die Dinosaurier sind jetzt noch gestorben oder ist das noch der alte? Nee, es sind Triceratops. So, liebe Zuschauer, ich werde die Folge jetzt hier beenden. Das ist echt eine Menge Micromanagement, eine Menge, was wir machen müssen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, bis dann, euer Andi. Ciao, ciao.